Gut, also nochmal hallo und guten Tag. Ich möchte Sie recht herzlich zu unserer Veranstaltung Antifeminismus als religiöses Konfliktfeld begrüßen. Es geht um die Ergebnisse der Leipziger Autoritarismusstudie 2022. Ich bin Henning von Bargen und leite zusammen mit meiner Kollegin Ines Kappert das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Besonders willkommen heißen möchte ich Johanna Niendorf und Gerd Pickel von der Universität Leipzig. Johanna Niendorf ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts für Demokratieforschung in Sachsen. Ihre Forschungsinteressen liegen unter anderem auf empirischer Sozialforschung und psychoanalytischer Sozialpsychologie zu Feindbildprozessen und auf der Autoritarismusforschung. Sie arbeitet unter anderem zu Themen Frauenhass, Antifeminismus, Antigenderismus und sexuelle Gewalt. Und weitere Forschungsinteressen richten sich auf vergeschlechtliche Sozialisation und Subjektivierung sowie politische Bildung und psychoanalytische Pädagogik. Gerd Pickel ist Professor für Religions- und Kirchensoziologie am Institut für praktische Theologie an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig. Seine Schwerpunkte liegen im Bereich der Religionssoziologie, der Demokratieforschung und der politischen Kulturforschung. Beide sind Teil des Forschungsteams, das die Leipziger Autoritarismusstudie 2022 erstellt hat, und sie zeichnen mitverantwortlich für das Kapitel Antifeminismus und Geschlechterdemokratie. Die Veranstaltung heute ist Teil unseres Projektes Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken, welches vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben gefördert wird. Worum geht es heute? Wie viele von Ihnen vielleicht schon wissen, seit 2002 analysieren WissenschaftlerInnen der Universität Leipzig die Entwicklung autoritärer und rechtsextremer Einstellungen in Deutschland. Sie gehen Fragen nach, wie haben sich rechtsextreme und autoritäre Einstellungen in Deutschland verändert? Nimmt Ausländerfeindlichkeit weiter ab und wie stehen die Deutschen zur Demokratie? Seit 2020 wird auch untersucht, welche Rolle antifeministische und sexistische Einstellungen, Ressentiments und Haltungen dabei spielen und wie Antifeminismus als antimoderne Brückenideologie fungiert. Denn antifeministische und sexistische Einstellungen sind weit in der gesamten Gesellschaft verbreitet, wie die Untersuchung schon im Jahr 2020 deutlich zeigte und was sich mit der aktuellen Studie 2022 nochmals bestätigte. Nicht selten gehen diese Einstellungen einher mit anderen Ressentiments wie Homo- und Transfeindlichkeit und zeigen sich eng verwoben mit einem traditionellen Männlichkeitsbild und einer dogmatisch-fundamentalistischen Religiosität. Angesichts der Debatten über einen Christofaschismus in den USA, wie Annika Brockschmidt das 2021 in ihrem Buch Amerikas Gotteskrieger nannte, ist allerdings offen, inwieweit Religion und religiöse Überzeugungen Antifeminismus fördern können. Und dieser Frage geht der Vortrag heute nach und wird Erklärungsfaktoren thematisieren für die Verbreitung von antifeministischen Einstellungen. Die aktuellen Daten der Leipziger Autorismusstudie liefern Antworten darauf, welche Rolle hier bestimmte Religionsverständnisse, Religionszugehörigkeit und Religiosität spielen. Und der Vortrag wird auch der Frage nachgehen, ob Antifeminismus ein religiöses Konfliktfeld ist oder nicht. Und auch dazu am Ende eine Aussage treffen. Im Anschluss an diesen circa 45-minütigen Vortrag und im Rahmen des Podiumsgespräches haben Sie als Publikum Gelegenheit, Fragen zu stellen und Statements zu geben. Sie können das Fragen- und Antworten-Tool F&A nutzen. Auch der Chat ist offen, aber bitte stellen Sie Ihre Fragen an das Podium über das Fragen- und Antworten-Tool. Zum anderen, und das ist uns noch viel lieber, wenn Sie einen Wortbeitrag haben, dann melden Sie sich bitte mit der Handheben-Funktion. Wir können Sie dann mit Bild und Ton auf die Bühne holen. Sollten Sie technische Probleme oder Hinweise an uns haben, dann können Sie dazu den Chat nutzen und unseren technischen Support auch direkt kontaktieren. Wir hoffen mal, dass das nicht nötig ist und alles gut funktioniert.
Wir möchten darauf hinweisen und darum bitten, dass alle Teilnehmenden bei Wortbeiträgen oder im Chat respektvoll und diskriminierungssensibel miteinander umgehen und die Netiquette einhalten. Ganz wichtig, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachgang zu Dokumentationszwecken als Video online gestellt. Mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme haben Sie sich bereit erklärt, dass wir diese Aufnahmen veröffentlichen dürfen. Es besteht auch die Möglichkeit, diese Veranstaltung mit Untertiteln zu verfolgen, also unten die Funktion Untertitel anzeigen, nutzen, dann können Sie dem vielleicht dem Gesagten noch besser folgen. Wir werden auch bei der Dokumentation diese Untertitel dann nochmal korrigiert dort einbauen, sodass die ganze Veranstaltung auch etwas barrierearmer dann im Nachhinein zu verfolgen ist. Noch ein Hinweis, momentan werden die Angebote des Gunnar-Werner-Instituts im Rahmen des Verbundprojekts Antifeminismus begegnen und Demokratie stärken durch das unabhängige Forschungsinstitut Camino evaluiert. Camino hat die wissenschaftliche Begleitung des Projekts übernommen und sehr, sehr gern möchte Camino und wir natürlich auch in Erfahrung bringen, wie sie die Veranstaltung heute erlebt haben. Daher bitten wir darum, einen Fragebogen auszufüllen. Den Link dazu stellen wir nachher in den Chat und wir erlauben uns auch im Nachgang zur Veranstaltung per E-Mail um die Beantwortung der anonymen Umfrage zu bitten. Das Ziel der Befragung ist es, Erkenntnisse auch für die Weiterentwicklung der Bildungsangebote im Rahmen unseres Projektes zu bekommen und für die Einschätzung von Handlungsbedarfen zur Prävention und Bekämpfung von Antifeminismus zu gewinnen. Wir wären Ihnen also sehr dankbar für die Teilnahme an der Befragung. Bevor ich nun an die beiden Vortragenden übergebe, möchte ich ganz herzlich mich noch bei allen bedanken, die bei uns bei der Organisation der Veranstaltung unterstützt haben. Das sind Gabriel Fritz von der Technik, Philipp Straub vom Tagungsbüro und meine KollegInnen im Gunnar-Werner-Institut, Julia Hartlepp und Sandra Ho. Ohne all diese KollegInnen würden wir Veranstaltungen wie diese nicht realisieren können. Vielen herzlichen Dank. Soviel zunächst von mir. Ich übergebe hiermit jetzt an Johanna Niendorf und Gerd Pickel und freue mich auf einen tollen Vortrag. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung, für die Organisation und für die gute Einführung. Ich würde jetzt an erster Stelle mal meinen Bildschirm freigeben, in der Hoffnung, dass das gut funktioniert. Ich glaube, ich muss es tatsächlich noch mal kurz beenden. Das ist dann immer ein bisschen der Vorführeffekt, aber es wird schon gleich klappen. Ein bisschen Geduld noch. So, dann ist prima.
Perfekt. Ja, Entschuldigung, dass das jetzt einen Moment gedauert hat, aber so ist das ja das öfteren Mal mit der Technik. Genau, dann können wir jetzt aber auch anfangen. Unser Thema heute, Antifeminismus und sein Verhältnis zur Religion beziehungsweise die Frage, ob es sich dabei um ein religiöses Konfliktfeld handelt. Und Henning hat das gerade in der Einführung auch schon angesprochen. Das Thema hat ja nochmal eine besondere Brisanz bekommen angesichts der Entwicklung in den USA im vergangenen Jahr, mit der Aufhebung des Grundsatzurteils von Roe versus Wade und ja damit der Aufhebung von dem grundsätzlichen Recht auf Schwangerschaftsabbruch und damit einem zentralen Einschnitt für Frauenrechte. Das Ganze müssen wir als Ergebnis von einer antifeministischen Mobilisierung betrachten, bei der rechte, rechtsextreme Kräfte, konservative und auch ja, christlich-fundamentalistische Kräfte, evangelikale in dem Fall, zusammengearbeitet haben und ja, damit zu einem Erfolg gekommen sind. Und auch wenn in Deutschland die Situation eine andere ist, sehen wir eine derartige Zusammenarbeit hier auch und das seit ja, vielen Jahren ganz prominent immer wieder in der Lebensschutzbewegung, beispielsweise die Märsche für das Leben organisieren und da gegen das Recht auf Abtreibung sich zusammenfinden. Und unter anderem das motiviert uns zu der Frage, uns das nochmal genauer anzugucken und danach zu fragen, was sind eigentlich die zentralen Erklärungsfaktoren für Antifeminismus und welche Bedeutung haben dabei bestimmte Religionsverständnisse. Und angeschaut haben wir uns das unter anderem in der Leipziger Autoritarismusstudie. Die Zahlen dazu spezifisch für diesen Zusammenhang werden wir nachher nochmal präsentieren, beziehungsweise wird Gerd das an der Stelle übernehmen. Ich will vorher, bevor wir auf das Thema Religion im Besonderen zu sprechen kommen, nochmal ganz kurz einordnen, was wir eigentlich unter Antifeminismus verstehen oder wie da unser Zugang zu einem Verständnis von Antifeminismus ist. Und dabei orientieren wir uns an der Definition von Lang und Peters, die ja auch sehr weit verbreitet ist, und begreifen Antifeminismus als eine politisch ausgerichtete Gegnerschaft gegenüber feministischen Emanzipationsbestrebungen. Und das ist gerade, das werden wir später an den Zahlen auch nochmal sehen oder an den Ergebnissen unserer Studie, diese Frage der politischen Ausrichtung, die Antifeminismus auch gegenüber ja, verwandten Phänomenen wie zum Beispiel dem Sexismus oder der Misogynie abgrenzt. Diese politische Ausrichtung meint hier, dass die Akteurinnen im Antifeminismus durchaus ein Interesse haben, in die Politik zu wirken, also auf Gesetzesgebungsverfahren, auf politische Diskurse, nochmal stärker, als dass die Ideologien Sexismus oder Misogynie machen. Obwohl es sich dabei natürlich auch um tragende ideologische Fundamente des Antifeminismus handelt. Also das ist nicht voneinander zu trennen, aber Antifeminismus gibt dem nochmal was mit dieser politischen Ausrichtung was Besonderes dazu. Was wir auch sehen und darauf verweisen, insbesondere auch historische Studien immer wieder, dass ja, der Antifeminismus so alt ist wie der Feminismus selber und es sich dabei um eine aufeinander bezogene Konfliktdynamik handelt. Das heißt, dass Antifeminismus sich immer auch daran orientiert, wie was wird in feministischen Kämpfen verhandelt, dass wir eine inhaltliche Bezogenheit aufeinander sehen und gleichzeitig sehen wir auch bestimmte Kontinuitäten, aber es ist an der Stelle immer wichtig, auch danach zu fragen, was ist die historisch-spezifische Situation und was wir da gegenwärtig natürlich sehen, dass sich antifeministische Mobilisierung ganz stark an dem Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt abarbeitet, der Frage danach, dass Geschlecht eine soziale Konstruktion beinhaltet. Aber wir sehen auch dieses Thema reproduktive Rechte, Schwangerschaftsabbrüche, die ja aktuell ein starkes Thema für antifeministische Akteurinnen ist. Was antifeministische Akteurinnen ja miteinander verbindet, und das richtet sich auch wieder am Feminismus aus, Feminismus als eine Bewegung, die Herrschaftsverhältnisse generell in Frage stellt und überwinden will, und der Antifeminismus sozusagen als Gegenbewegung, als Antwort darauf, mit dem Ziel, Herrschaftsverhältnisse, insbesondere in Bezug auf Geschlecht, also patriarchale Herrschaftsverhältnisse, zu stabilisieren, immer wieder zu legitimieren und zu restaurieren.
Was wir in unserer Analyse vom Antifeminismus machen, ist, dass wir uns zwei Ebenen angucken. Und zwar einmal den Antifeminismus auf der Ebene der Ideologie. Das heißt, die Frage, welche Weltanschauung wird hier verhandelt oder in Anschlag gebracht, die ja dazu dient, Herrschaftsverhältnisse zu legitimieren. Das heißt, das ist auf der Ebene eher so eine Ebene der Gesellschaft. Hier geht es um Diskurse, um Institutionen, um ja, materialistische Auswüchse oder Zeichen davon von Antifeminismus. Was wir uns aber auch angucken, das ist die Ebene des Ressentiments. Das heißt, wir fragen uns nach der Psychodynamik, die hinter Antifeminismus steht. Das heißt auch, das beinhaltet auch die Frage danach, was haben die Leute eigentlich davon, antifeministische Einstellungen zu teilen? Was ist der psychische Gewinn davon? Und damit sind wir an der Stelle stärker auf der Ebene des Individuums. Und was sich hier zeigt, ist, dass Antifeminismus eine Möglichkeit bietet, psychische Konflikte zu bearbeiten, indem man sowas wie Kränkung, Neid, bestimmte andere Formen von psychisch auch so schwierigen Konfliktlagen versucht in einem Außen zu bearbeiten über Feindbildungsprozesse, indem man sagt, okay, andere Leute sind schuld dafür, dass mir das an der Stelle schlecht geht und sie tragen die Verantwortung dafür. Und wichtig ist natürlich immer, dass man beide Ebenen miteinander vermittelt und sich anguckt, wie wirkt das zusammen. Also auch die Frage, in welcher Gesellschaft leben wir, die immer wieder das Bedürfnis bei Individuen hervorbringt, genau diese Psychodynamik in Anschlag zu bringen. Wenn wir das jetzt zusammennehmen an der Stelle und quasi mit Blick auf Ideologie und Ressentiment, aber auch das Mobilisierungspotenzial, was Antifeminismus bietet, uns das anschauen, dann sehen wir, dass Antifeminismus ein zentraler Baustein von rechtsextremer Ideologie ist und Teil von der rechtsautoritären Dynamik. Ich gehe gleich nochmal kurz auf diesen, auf unser Verständnis von autoritärer Orientierung oder autoritärer Dynamik ein. Was sich auch zeigt, das hat Henning vorhin auch schon angesprochen, ist, dass Antifeminismus generell immer in enger Verbindung steht zu anderen Abwertungsbereitschaften. Das heißt, eine Menschenfeindlichkeit kommt selten allein, sondern da zeigt sich immer ganz oft auch eine Verbindung zu anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit. Und um das zu erklären, wiederum nutzen wir auch den Begriff des Autoritarismus, um zu sagen, dass autoritäre Orientierung, dass die geteilt werden von Individuen in der Gesellschaft, das ist die verbindende Klammer, die die unterschiedlichen Menschenfeindschaften miteinander verbindet. Was wir beim Antifeminismus zentral sehen, ist eben diese Scharnier- und Brückenfunktion, also dass unterschiedliche Vorstellungen und Forderungen miteinander verbunden werden, geteilt werden, dass unterschiedliche Akteure hier zusammenkommen, wenn es darum geht, die Themen Geschlecht, Sexualität und Familie zu verhandeln und da bestimmte Vorstellungen, politische Forderungen zu teilen. Was wir im Antifeminismus auch sehen, ist diese Feindbildkonstruktion, die ich eben schon angesprochen habe, die geht einher oder diese Konstruktion von Feindbildern speist sich sehr oft aus Bildern von Feministinnen, von emanzipierten Frauen, von LGBTIQ-Personen und von queeren Personen. Und wenn diese Konstruktion, diese Bilder mit realen Personen identifiziert werden, kommt es ganz oft zu einer Gewaltbereitschaft. Um vielleicht an der Stelle nochmal diese Form der Feindbildkonstruktion so ein bisschen anschaulich zu machen, habe ich nochmal einen Post der sächsischen AfD mitgebracht, den die im vergangenen Jahr auf Instagram geteilt haben. Und was sich hier ganz gut zeigt, ist dieses Feindbild der modernen Feministin, wie es hier heißt, die ja dann in Verbindung gebracht wird mit, dass sie sich nicht genug gesund ernähren würde, dass sie stolz ist auf ihre Abtreibung, bla bla bla. Genau, ihr könnt das oder Sie können das hier sehen. Und was wir ja auch sehen, ist eine gewisse Ambivalenz, die hier verhandelt wird, weil im Antifeminismus, oder es ist ja sozusagen nicht möglich, weil es ja auch eine Abhängigkeit von Frauen gibt, auch Frauen generell abzuwerten. Das heißt, wir sehen hier eine Aufspaltung von einem Frauenbild in gute und böse Frauen, ganz deutlich. Die traditionelle Frau ist dann das Gegenbild zu diesem Feindbild der Feministin und die verbindet dann sowas wie
Werte von Familie, Heimat, von Natur, von Gesundheit. Sie kümmert sich um ihre Familie und um ihre Heimat, hat eine schlanke Figur und so weiter durch gesunde Ernährung. Das heißt, das sind dann hier diese Konstruktionen, die damit einhergehen. Was wir auch sehen, und das macht den Feminismus, Antifeminismus an der Stelle nochmal auch gefährlich sozusagen auf eine Art, dass es halt oft zu einer Verharmlosung kommt. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Sexismus und Misogynie in unserer Gesellschaft so weit verbreitet ist und als eine, immer noch, würde ich sagen, an Stellen als ja, eine Form von Normalität erachtet wird. Und das führt oft dazu, dass Antifeminismus nicht gesehen wird, nicht ernst genommen wird. Glücklicherweise sind wir da jetzt in den letzten Jahren nochmal ein ganzes Stück weitergekommen. Aber wir sehen das auch durchaus mit einem kritischen Blick auf sozusagen die wissenschaftliche Auseinandersetzung, in der wir uns bewegen, also auch die Autoritarismus- und Rechtsextremismusforschung, die über Jahre hinweg dem Thema Geschlecht und Antifeminismus nicht die Bedeutung beigemessen hat, die es die an der Stelle wichtig gewesen wäre. Das ist hier nochmal in Form von einer Karikatur dargestellt. Und ich hatte das eben schon angesprochen, wir ordnen Antifeminismus in Verbindung mit Autoritarismus oder als autoritäre Orientierung ein, weil das erklären kann, wie Antifeminismus, in welcher Verbindung der zu anderen Menschenfeindschaften steht und warum er auch so weit verbreitet ist. Und dazu vielleicht nochmal ganz kurz, ganz generell, Autoritarismus meint die freiwillige Unterwerfung unter Herrschaftsverhältnisse. Hier geht es darum, dass Menschen sich an Herrschaft orientieren und komplette Lebensbereiche oder ihr ganzes Leben auf Über- und Unterordnungsverhältnisse ausrichten. Und damit einhergeht auch immer die Orientierung an einer gesellschaftlichen Ordnung, die entweder schon besteht oder die angestrebt wird. Dabei geht diese Unterwerfung oftmals mit oder eigentlich immer auch mit Aggressionen einher gegenüber den Personen, die sich dieser Ordnung nicht unterwerfen und die sich irgendwie nicht an die Regeln halten und vermeintlich irgendwie als anders oder fremd angesehen und konstruiert werden. Damit sind auch schon die zentralen Elemente des Autoritarismus angesprochen. Das ist einmal diese autoritäre Unterwürfigkeit, das ist die Aggression gegenüber allem, was anders oder fremd markiert wird. Das ist aber auch ganz zentral im Konventionalismus, also eine Orientierung an Tradition, an Sachen, die alt bewährt sind, die gut etabliert sind, die so von wegen, ich mache das so, wie ich es schon immer gemacht habe. Und was im Autoritarismus noch hinzukommt, ist das Element der Projektivität. Und das meint, dass Personen bereit sind, an fremde Mächte zu glauben, an irgendwie so übergeordnete Mächte, die im Hintergrund unsere Gesellschaft, unsere Welt lenken. Und das ja, teilt sich dann nochmal sozusagen in Form von Verschwörungsmentalität und Aberglauben als zwei Ausprägungen von Projektivität. Und was der Autoritarismus ja zeigen kann oder was wir auch in der Studie zeigen können, ist, dass das sehr, sehr weit verbreitet ist. Es gibt bestimmte Items, die Autoritarismus messen, wo an die 50% der Bevölkerung dem zustimmen. Das ist erschreckend. Und da zeigt sich erstmal grundsätzlich ein antidemokratisches Potenzial und eine grundsätzliche Abwertungsbereitschaft. An welche spezifische Ideologie sich das dann heftet, das ist auch davon abhängig, in welcher gesellschaftlichen Dynamik wir uns bewegen, wie da bestimmte Widersprüche verhandelt werden. Und was wir aktuell sehen, ist, dass Antifeminismus dabei eine sehr wichtige Rolle spielt. Was der Autoritarismus, also warum unterwerfen sich Leute, was bietet er sozusagen, und das ist ganz zentral, das Versprechen von Ordnung, Schutz und Sicherheit in Zeiten, die als sehr krisenhaft wahrgenommen werden. Und das sehen wir aktuell ja auch, dass viele Menschen dem zustimmen würden, dass wir uns aktuell in so etwas wie einer Krisenverdichtung befinden. Also es gibt zumindest eine geteilte Wahrnehmung darüber, dass wir es mit multiplen Krisen
aktuell zu tun haben. Wenn wir das jetzt auf Antifeminismus anwenden, dann sehen wir, dass all das, was im Autoritarismus hier angesprochen ist, sich auch im Antifeminismus zeigt. Es geht hier um die Aufrechterhaltung von Herrschaft. Es geht darum, konventionelle und starre Geschlechterrollen zu verteidigen. Der Feminismus wird oft als eine Form von Verschwörung angesehen. Das heißt, oft wird gedacht, hinter dem Feminismus stecken eigentlich noch andere höhere Mächte, die das alles steuern. Und was wir auch haben, ist das Versprechen von einer harmonischen, vermeintlich natürlichen Geschlechterordnung. Hier nur nochmal aufgezählt, dass wir sozusagen alle Elemente des Autoritarismus auch im Antifeminismus sehen. Und insbesondere, wenn wir über dieses Versprechen einer Geschlechterordnung uns das ansehen, dann sind wir sozusagen auch in der Verbindung von Rechtsextremismus und einer dogmatisch-fundamentalistischen Religiosität, weil das ist sozusagen der Punkt, an dem beide ganz zentral zusammenkommen. Also zu sehen oder daran zu glauben oder darauf zu hoffen oder das zu verteidigen, dass es diese natürliche Ordnung gibt zwischen den Geschlechtern und dass das einen harmonischen gesellschaftlichen Grundzustand herbeiführen würde. Und wir sehen jetzt hier an der Folie beide ideologische Richtungen sozusagen treffen bei dem Thema Antifeminismus zusammen. Sie kommen aus unterschiedlichen Richtungen durchaus, aber teilen halt ganz zentral diese Annahme oder das Phantasma der natürlichen Geschlechterordnung im Rechtsextremismus einmal legitimiert oder angenommen als eine biologistische, natürliche Ordnung, die auch dazu dient, die Volksgemeinschaft zu erhalten. In der dogmatisch-fundamentalistischen Religiosität haben wir dann die Vorstellung, dass diese Ordnung von Gott herkommt oder legitimiert ist und dass die begründet wird durch den eigenen Glauben. Was beide aber teilen, ist die Annahme, dass Geschlecht hier durch dieses Ordnungsprinzip als Platzanweiser fungiert. Also ganz klar wird, welche Rollen, welche Aufgaben, welche Bereiche bestimmten Geschlechtern, also ja nur in der binären Geschlechtervorstellung Männer oder Frauen, zugeordnet werden. Und was wir auch haben, diese Ordnung ist hierarchisch organisiert. Das heißt, Männlichkeit steht immer über Weiblichkeit. Im Rechtsextremismus haben wir eine starke Ausrichtung auf eine gewaltbezogene Männlichkeit. Das würde ich einem Fundamentalismus gar nicht allgemein absprechen, aber steht vielleicht nicht so stark im Fokus wie für den Rechtsextremismus. Da haben wir stärker eine patriarchale Vorstellung von Männlichkeit. Und was beide miteinander vereint sozusagen ist, sich in diesen Themenfeldern Familie, Ehe, Sexualität und Abtreibung zu engagieren und das zentral zu setzen und daraus politische Forderungen oder in diesen Bereichen politische Forderungen zu formulieren und durchsetzen zu wollen. Und da der Feminismus Herrschaftsverhältnisse angreifen will oder überwinden will, im Speziellen natürlich auch diese Vorstellung der natürlichen Geschlechterordnung, rückt er hier in den Fokus als Feindbild für Antifeministinnen. Und an der Stelle würde ich jetzt an Gerd übergeben und den Fokus auf Religion. Genau. Wir hatten ja gerade schon gesehen, also gerade das dogmatische Religion genannt wird. Wir bewegen uns da tatsächlich auch wieder hin. Wir machen allerdings einen kleinen Bogen oder eine kleine Schleife hinein, denn es ist natürlich die Frage, warum jetzt Religion oder Religiosität in diese Richtung wirken soll. Und es sind vor allem zwei Ansätze, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die gar nicht weit entfernt sind vom Ansatz des Autoritarismus. Das ist zum Beispiel der Ansatz von Gordon Allport, der sicherlich als einer der Urväter der Vorurteilsforschung angesehen werden kann. Eine Urversion seines Buches kann man hier oben rechts bewundern. Und auch er beschäftigte sich mit Religion. Und seine Idee war, dass Religion natürlich auch irgendeine Bedeutung für Vorurteile haben sollte. Und der Punkt war, sein Ergebnis war etwas unbefriedigend. Er kam zu dem Ergebnis nämlich, dass Religiosität oder auch eine Religionszugehörigkeit irgendwie eine ambivalente Wirkung erzeugen. Das hat ihn nicht so ganz überzeugt und dementsprechend hatte er seinen Blick etwas weiter in diesen Bereich hinein bewegt und kam dann zu einer gewissen Erklärung für diese Ambivalenz,
dass es nämlich zumindest Personen gibt, die ein unterschiedliches Verständnis von Religion haben. Eine Gruppe sind Personen, die eben tatsächlich einen Kernpunkt von Religionen folgt, nämlich der Wahrheit, dem Verständnis der Wahrheit. Aber nicht nur einer, sondern der Gedanke, dass meine Religion die einzige ist, die eine Wahrheit hat und nie, keine andere Religion hat dies. Sie ahnen es schon, wenn wir so eine Denkweise haben, dass nur meine Religion die Wahrheit hat und alle anderen nicht, dass dieses natürlich tatsächlich etwas ist, was Vorurteilen näher kommt, gerade gegenüber anderen Gruppen, auch gegenüber anderen Religionsgemeinschaften. Aber als etwas, was sozusagen andere exkludiert. Dem steht aber eben ein Religionsverständnis gegenüber, das durch Elemente, die Sie sicherlich auch schon mal gehört haben, wie Nächstenliebe, Geschwisterlichkeit, auch Erlösung als etwas, was allen sozusagen offen ist, tatsächlich etwas ist, was mit Vorurteilen nicht so gut in Zusammenhang zu bringen ist, was Vorurteilen entgegensteht. Dieses Ergebnis führt Alport dazu, dass er sagt, naja, ich finde auf der einen Seite Personen, die stark ethnozentristisch mit einem exklusivistischen Verständnis, er nennt es auch instrumentell, da kann man durchaus drüber streiten, aber auf jeden Fall mit einem exklusivistischen Verständnis von Religion ausgestattet sind und damit sozusagen Vorurteile durchaus deutlich aufgeschlossen sind gegenüber Personen, die eben ein eher universales Verständnis haben, indem sie eben auch andere Personen mit einschließen, in die Nächstenliebe zum Beispiel, also in dieses Grundverständnis von Christlichkeit, aber auch durchaus im Islam von der Zugehörigkeit. Theodor Adorno hat ganz unabhängig von Alport in dieselbe Richtung gedacht. Auch er hat in seinen Überlegungen, wir haben ja sehr viel über Autoritarismus gerade gesprochen und da ist Adorno ja nicht weit. Und auch er hat den Blick auf Religion gewendet und sein Ergebnis sieht genau gleich aus. Auch er kommt auf den Grundgedanken, dass er sagt, naja, scheinbar haben wir, wenn wir nur auf Kirchenmitgliedschaften oder so etwas schauen, haben wir Ambivalenzen. Da können wir irgendwie scheinbar nichts erklären. Schauen wir aber etwas tiefer. Und er macht eine Differenzierung auf zwischen eben auch wieder den exklusivistisch denkenden Personen und denen, die er als pluralistisch offen einordnet. Also auch etwas sehr ähnlich zu dem, was wir hier schon gesehen haben bei Allport. Und zwischen diesen beiden sieht er eine klare Differenz mit dem Blick auf alles, was Autoritarismus angeht. Die einen sind offener, die sind nicht autoritär. Das liegt auch an Erziehung, Sozialisation, all diesen Bereichen, die wir schon angesprochen haben. Und die anderen dagegen, die durch so etwas geprägt sind, sind ganz häufig exklusivistisch und sind dementsprechend Personen, die auch große Schwierigkeiten haben mit anderen Gruppen. Nächste Folie, bitte. Danke dir. Was bedeutet das? Wenn wir von diesem Set ausgehen, kommen wir bei dem ethnozentristischen, bei der Wahrheit, die nur meine Religion hat, zu einer Gruppe, die wir gerne, man kann sie als Dogmatikerinnen bezeichnen, die sozusagen dogmatisch ihre Religion verfolgen. Aber ein Begriff, der in den letzten Jahren immer häufig aufgetaucht ist, eigentlich seitdem es Martin Riesebrot in den 20er Jahren, also sozusagen in den 80er Jahren, dann müsste man sagen, eingeführt hat, aber mit Blick auf die 20er Jahre, den Begriff des Fundamentalismus. Er sieht nämlich gerade Fundamentalistinnen, die sozusagen sich auf ihre Religion konzentrieren, als diejenigen an, die sozusagen ein sehr starkes, ethnozentristisches, auf die eigene Gruppe gebildetes Verständnis ihrer Religion haben. Was ist das? Naja, es ist ein Verständnis, das Fundamentalistische, das sich zum Beispiel auf die Grundlage der eigenen Religion bezieht. Martin Riesebrot hat das tatsächlich fürs Christentum in den 20er Jahren in der USA ausgearbeitet, aber er sagt, das kann ich in allen Religionsgemeinschaften wiederfinden. Fundamentalistisch ist man, wenn man davon ausgeht, dass die eigene Gründerschrift, die die großen Religionen in der Regel immer haben, sozusagen alleinig richtig ist und dass es eigentlich so sein muss, wie es dort niedergeschrieben ist und man darf davon nicht abweichen. Das ist das, was Sie hier unten wahrscheinlich gar nicht so richtig lesen können, ganz, ganz unten drin. Das ist sozusagen ein legalistisch-literarisches Fundamentalismusverständnis. Also man bezieht sich auf das Buch und alles, was da drin steht, ist richtig und alles, was davon abweicht, ist damit falsch. Zweite Variante allerdings, die es gibt nur wenige Personen, charismatische Personen, die in der Lage sind, dieses zu interpretieren. Das sind aber die Personen, die man gerne ganz vorne sieht in solchen Großkirchen, die sozusagen die Charismatik haben und die sagen, die einzigen sind, die sozusagen eine Interpretation vornehmen können. Niemand anders darf das. Damit kommt man zu den Kernmerkmalen von Fundamentalismus, die eben tatsächlich auf dem Buch, das hier abgebildet ist, von Martin Riesebrot zurückzuführen sind.
Das ist nämlich der Grundgedanke einerseits die Idealisierung, ich fange von unten an, die Idealisierung der Vergangenheit gegenüber der Gegenwart. Also früher war alles besser und heute wird es immer schlechter. Sie ahnen schon, das ist ein Verständnis, das gerade im rechtsgerichteten Bereich durchaus relativ häufig sich wiederfindet und auch dort sozusagen Anwendung findet. Das ist etwas, was Fundamentalisten ausmacht. Man will eigentlich eine frühere Ordnung wieder haben, wenn es nicht gar eine ideale Ordnung ist. Und wenn ich mit dem zweiten Punkt, der Wunsch nach der idealen Ordnung, ist eigentlich der, der orientiert wird an dieser Grundlagenschrift. Es ist nicht eine soziale Bewegung, die progressiv ist, die im religiösen Bereich durchaus geben kann. Es ist eine nach hinten gerichtete. Man sagt, die ideale Ordnung steht dort drin und eigentlich haben wir die zwar noch nie ganz richtig erreicht, aber früher waren wir eigentlich näher dran. Und der dritte Punkt ist, und der explizit eben auch tatsächlich fundamentalistische Gemeinschaften ausmacht, ist tatsächlich die Idealisierung patriarchaler Autorität. Es gibt quasi ein hegemoniales Gebilde, dem Geschlechter in einem Verhältnis zueinander stehen. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal gesehen. Dieses patriarchale Verhältnis ist aber ganz zentral dafür, dass eben eine fundamentalistische Religion wirksam wird. Diese drei Sachen sind sozusagen die Kernmerkmale des Fundamentalismus. Und es wird einem natürlich klar, wenn wir diese Kernmerkmale haben, haben wir eine Vermutung. Wir haben eine Vermutung, dass dies mit Antifeminismus möglicherweise in einer Beziehung steht. Da wir jetzt aber sozusagen, das waren sozusagen nur unsere Vorarbeiten, in denen wir versucht haben, sie theoretisch heranzuführen. Jetzt kommen wir tatsächlich zu den Ergebnissen oder für manche vielleicht auch bedrohlich zu den Zahlen. Du kannst gerne weiterschalten. Vielleicht gleich zur Studie. Die Studie wurde ja schon erwähnt, deswegen muss ich jetzt gar nicht mehr so stark darauf eingehen. Vielleicht wichtig an dieser Stichprobe noch, die wir haben. Sie sehen 2522 repräsentativ befragte Personen zwischen 16 und 91 Jahren, in denen wir seit 2020 tatsächlich das Konstrukt Antifeminismus versuchen zu erheben. Wir haben das nicht alleine erhoben. Wir dachten, wir müssen sozusagen auch ein bisschen parallel dazu den Bereich Sexismus abbilden. Wir haben sozusagen auch den tradierten Sexismus. Und jetzt gehen wir ganz schnell durch die Konstrukte. Ich werde nicht lange verweilen, nur dass Sie einen Eindruck erhalten darüber, weil da können wir ja natürlich endlos reden. Wir können Sie gerne später auch nochmal zeigen. Aber dass Sie so ein bisschen einen Eindruck kriegen, welche Konstrukte wir verwenden. Wir verwenden in der Regel keine einzelnen Items, sondern Skalen. Aus diesen Skalen wird sozusagen eine Gesamtskala, also es sind vier Items, wird eine Gesamtskala Antifeminismus gebildet. Vielleicht die nächste bitte schon. Dann diese vier Items bilden die Skala traditioneller Sexismus. Also Sie sehen sozusagen Items, für eine Frau sollte es wichtiger sein, ihrem Mann bei der Karriere zu helfen, als selbst Karriere zu machen. Eine sehr klare Position, dieses Hegemoniale eigentlich auch in gewisser Hinsicht mit inne hat. Ganz klassische Form. Nächste Folie bitte. Die Skala gewaltbezogene Männlichkeit, damit Sie, wir haben das vorhin schon mal angesprochen, das ist tatsächlich eine Skala, die basiert auf Überlegungen, die von Raven Connell in den 90er Jahren sozusagen niedergeschrieben wurden. Die hatte verschiedene Typen. Ein Typus ist tatsächlich diese hegemoniale gewaltbezogene Männlichkeit, müsste man sogar genauer noch sagen, wenn man ihr folgt. Sie hat das eigentlich für eine Gesamtgesellschaft gesehen, aber wir haben versucht, das tatsächlich erstmal auch in der Items, in der Umfrageforschung zu materialisieren. Bitte nächste Skala. Und dann, wie haben wir Religiosität gemessen? Ich gehe noch schnell drüber. Wenn Sie dann später Fragen haben, melden Sie sich einfach noch. Wir wollen nicht so lange hier verweilen. Wir haben tatsächlich den Vorteil, dass wir in der 22er Leipziger Autorismusstudie einige Erweiterungen vornehmen konnten. Und das ist tatsächlich einerseits die Frage nach subjektiver Religiosität. Das werde ich Ihnen dann zeigen. Das ist eine Selbsteinschätzung der Befragten, zugehörig zu einer Religionsgemeinschaft und dann aber dogmatisch-fundamentalistischer Religiosität. Das, was wir vorhin gerade angesprochen haben. Darin finden Sie Items, wie die Sie hier unten schon sehen. Es gibt nur eine wahre Religion zum Beispiel. Das ist dieser Exklusivismus, der vorhin angesprochen wurde, der sehr typisch ist eben für den Fundamentalismus. Nächste Folie bitte. Und dann können wir gleich weitergehen. Kommen wir zu den Ergebnissen der Studie. Als allererstes, damit man einen gewissen Eindruck bekommt, wie viele Personen wir haben, die antifeministische Äußerungen in größerem Maße, denn wenn wir der Skala sozusagen eine Zustimmung abgerungen haben, bedeutet das nicht, dass man nur einem Item zustimmt, sondern mehrheitlich zustimmt. Und was wir finden können, ist, dass 2022 25% der von uns Befragten antifeministische Äußerungen in größerem Maße getätigt haben. Auch 27% sexistische Äußerungen. Das waren sozusagen die Skalen, die wir ja vorhin mal kurz gesehen haben. Das bedeutet, dass seit 2020 tatsächlich ein Zuwachs dieser Haltungen, gerade des Antifeminismus, stattgefunden hat.
Antifeminismus und Sexismus sind zwischen Männern und Frauen nicht ganz gleich verteilt. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon erwartet. Sehen Sie hier unten, dass wir da eine gewisse Differenz drin haben. Aber das ist durchaus etwas, was man immer so im ersten Moment so gar nicht vor Augen hat, aber was lange schon in der Forschung, in der Geschlechterforschung bekannt ist. Es gibt auch Frauen, die sich eben mit diesen Haltungen identifizieren, vor allem wenn sie selbst in so einer Position sind, lehnen sie eben feministische Positionen durchaus ab. Deswegen kommt es auch zu Zustimmungswerten eben unter Frauen. Nächste Folie bitte. Es wurde vorhin auch schon angesprochen, Antifeminismus und Sexismus stehen jetzt nicht nur im geschlossenen Raum, sie sind mit bestimmten Elementen verbunden. Und da sind es zwei Elemente, die besonders auffallen. Einerseits ist die Homophobie. Es wurde vorhin auch die Transfeindlichkeit erwähnt. Das ist durchaus richtig. Die haben wir allerdings diesmal leider in der Leipziger Autorismusstudie nur mit einem Item gemessen. Deswegen sind wir da etwas vorsichtig. Wir vermuten, dass die Werte tatsächlich, wenn wir eine breitere Skala mal einsetzen dürfen, können, mögen, durchaus höher ausfallen. Was sehr interessant ist, ist tatsächlich, wir hatten vorhin auch von Verschwörungserzählungen her gesprochen. Und ein gewisses Maß dessen sieht man in dem Bezug zum traditionellen Antisemitismus, wo wir auch einen sehr hohen Zusammenhang finden. Interessant ist natürlich, klar, wir finden zu allen möglichen Abwertungen, Zusammenhänge. Es handelt sich sozusagen um einen Gesamtabwertungszusammenhang, aber es gibt Differenzierungen. In einer anderen Studie haben wir mal versucht zu schauen, wie sich das ordnet, und da findet man quasi so eine Art Dreiteilung zwischen Antisemitismus auf der einen Seite, zwischen Ablehnung sexueller geschlechtlicher Vielfalt und zwischen Ablehnung von sozusagen sozialen Gruppen und religiösen Gruppen. Dementsprechend sind diese beiden Ergebnisse hier, das obere Ergebnis, durchaus logisch, wenn das der Bezug zum Antisemitismus tatsächlich aus den Verschwörungserzählungen heraus zu erklären ist oder einer Verschwörungsmentalität, auf die wir kommen. Bitte nächste Folie. Jetzt kommen wir tatsächlich stärker zum Bereich der Erklärung. Wir hatten da ja versucht, so etwas anzubieten. Und tatsächlich eine Skala, die wir 2022 hinzugenommen haben, war die der sozusagen gewaltbezogenen Männlichkeit oder der hegemonialen gewaltbezogenen Männlichkeit. Und ich hatte Ihnen jetzt diese komischen Korrelationen gezeigt und habe sie gar nicht weiter groß erklärt. Hier kann man es vielleicht ganz gut sehen. Die Korrelationen zum Antifeminismus liegen hier bei dem Punkt 43. Korrelationen bewegen sich immer zwischen 0 und 1 oder 0 und minus 1. 0 und plus 1 bedeutet, es ist ein positiver Zusammenhang. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Sie die eine Frage mit Ja beantworten und dass Sie die andere mit Ja beantworten, ist dann sehr, sehr hoch. Manche würden sagen 43%. Das ist aber nicht ganz stimmig in der Umsetzung, aber sie ist sehr, sehr hoch. Und hier sehen Sie sozusagen, was das bedeutet, wenn Sie diese Häufigkeitsdarstellung betrachten. Personen, die in dem Sinne eine hohen Antifeminismus haben, haben auch eine hohe hegemoniale Männlichkeit. Also die Zustimmung zu unserem Antifeminismus-Item steigt dabei bis auf die 60% in der Gruppe, die eine hohe hegemoniale Männlichkeit aufweist. Der Sexismus steigt aber in ziemlich ähnlichem Maß. Sie sehen also, diese beiden Bereiche steigen deutlich an. Wenn Sie bei den Personen, die keine oder eine geringe hegemoniale Männlichkeit aufweisen, nahe dem Nullwert sind. Das ist das, was sozusagen diese Korrelation aussagt. Das zeigt uns aber eben auch, dass hier ein durchaus massiver Zusammenhang besteht zwischen einem mit einem Gesellschaftsbild, das für Geschlechterverhältnisse verantwortlich ist, auf der einen Seite und Antifeminismus und Sexismus auf der anderen Seite. Nächste Folie bitte. Jetzt haben wir natürlich auch darüber gesprochen, inwieweit wir Beziehungen zum Autoritarismus haben. Das sind wieder diese schon angesprochenen Korrelationen. Das sind gerade dieser untere Bereich, in dem wir eben die sozusagen klassischen sadomasochistischen Autoritarismus-Elemente der autoritären Aggression, Unterwürfigkeit und Konventionalismus drin haben. Wir finden eigentlich durchgehend hohe Korrelationen. Das finden wir auch für den Bereich Sexismus. Das ist teilweise sehr, sehr ähnlich. Interessant ist tatsächlich die Verschwörungsmentalität. Die Verschwörungsmentalität ist beim Antifeminismus nochmal doch sichtbar höher ausgeprägt als gegenüber dem Sexismus. Hier gibt es tatsächlich diesen hohen Zusammenhang, der auch mit dem, was wir davor gesehen haben in Bezug auf Antisemitismus, durchaus korrespondiert. Wir finden zudem einen hohen Bezug zu rechtsextremen Einstellungen, auch zu sozialer Dominanzorientierung, was sozusagen hier ebenfalls auf sozusagen hegemoniale Denkweisen in der Gesellschaft zielt. Aber eben der Bezug zur rechtsextremen Einstellung wird auch hier schon sehr, sehr stark deutlich. Das
Das ist tatsächlich jetzt ein Element, worauf wir, diese Überzeugung hier, dieser Zusammenhang, von der wir ausgehen, dass eben Rechtsextremismus und Antifeminismus nah beieinander sind. Also dass der Ausgangspunkt quasi ist, wenn wir schauen, ob es tatsächlich eine Brückenideologie ist. Es ist mit dem Rechtsextremismus und mit Personen, die rechtsextrem denken, stark verbunden. Nächste Folie bitte. Wie ist das nun mit Religion? Wir haben tatsächlich das gemacht, was wir vorhin eigentlich schon so ein ganz klein wenig angedeutet haben. Wir haben mal geschaut, wie sieht es denn aus, wenn wir in die Religionsgemeinschaften schauen. Wir haben jetzt hier in die evangelische und katholische Religionsgemeinschaft geschaut und Sie sehen, es in der katholischen Religionsgemeinschaft ist es leicht, aber nicht signifikant, muss man so sagen, höher als in dem Protestantismus, der sich ein ganz klein bisschen unterm Schnitt bewegt. Aber das ist quasi ein eher Zufallsrauschen. In der Richtung der Ambivalenz wäre auch hier sozusagen das Denken. Bedeutet also, religiöse Menschen sind nicht besser, aber auch nicht schlechter irgendwie als andere, was Antifeminismus und Sexismus angeht. Interessant wird das, wenn wir jetzt hier nehmen wir mal zwei Items, die wir vorhin als Merkmale für ein dogmatisches, ein fundamentalistisches Verständnis von Religion aufgenommen haben hinein. Und Sie sehen natürlich, die Werte werden jetzt nicht 100%. Aber sie steigen deutlich an. Die Wahrscheinlichkeit für Antifeminismus und Sexismus, aber vor allem für Antifeminismus, Sie sehen ja den, Quatsch, für Sexismus, Sie sehen ja den blauen Balken, steigen hier deutlich an. Aber auch Antifeminismus ist über dem Durchschnitt. Also es scheint auch einen religiösen Effekt zu geben, aber eben vor allem von einem religiösen Verständnis. Das entspricht dem, was wir vorhin sozusagen theoretisch konzeptionell auch schon etwas gesehen. Nächste Folie bitte. Jetzt ist das natürlich interessant, wenn wir das auch nochmal auf die Korrelationen betrachten. Und hier sehen Sie, dass die katholische Kirche, ich war vorhin sozusagen das voreilig, ich meinte, das ist nur ein kleiner Unterschied. Er ist zumindest so stark, dass wir sehen, dass beim Sexismus hier ein Effekt eintritt. Interessant ist dabei, dass wir über die verschiedenen Gemeinschaften, vor allem beim Sexismus und auch bei der subjektiven Religion, beim Sexismus einen Effekt haben. Es ist sozusagen ein traditionales Rollenverständnis. Es ist nicht der Antifeminismus, der hier bedeutsam wird. Bedeutsam wird dieser erst, wenn wir wieder dieses dogmatisch-fundamentalistische Verständnis haben, diese Form von Religiosität. Dann finden wir für Sexismus, aber auch Antifeminismus sichtbare und klare Zusammenhänge. Bedeutet also nicht nur ein traditionales Rollenbild, Rollenverständnis, das man sozusagen mitbringt, sondern es ist gleichzeitig etwas, was erweitert wird, eben als eine antifeministische Position. Das ist jetzt natürlich alles, was man für sich betrachten kann. Und hier unten sehen Sie nochmal die Zustimmungsgrade, damit man sich die Größenordnungen etwas vorstellen kann. Das ist natürlich jetzt sozusagen, was man singulär hat. Interessant ist natürlich zu schauen, ob etwas hinter dem steht. Vielleicht ist es beim Dogmatismus ja ganz was anderes zum Beispiel, was entscheidend ist. Und hierfür haben wir tatsächlich eine multivariate Analyse gemacht. Das ist jetzt für die Fans, für die Nicht-Fans werden wir es aber versuchen, einfacher darzustellen. Nächste Folie bitte. Hier sehen Sie, vielleicht hoffentlich können Sie es denn sehen, es ist recht viel auf dieser Folie, haben wir versucht, in einem Regressionsmodell zu untersuchen, was denn Antifeminismus und Sexismus bedingt. Warum macht man so etwas als statistischer Mensch? Also natürlich auch Spaß in der Statistik, das ist das eine. Aber das andere ist, dass diese Modelle einen Vorzug haben. Man schafft es oder versucht es rechentechnisch, eben das auf die wahren Gründe zu kommen. Es bedeutet, Sachen, die in anderen Erklärungsobjekten sich sozusagen verstecken, werden hier keinen Zusammenhang haben. Das ist das, wie dieses Endpunkt, S-Punkt bedeutet. Nicht signifikant, deutet keinen Zusammenhang. Interessant ist, wenn hier etwas einen Zusammenhang hat, dann hat es einen eigenständigen Zusammenhang. Es kann zwar mit etwas anderem zusammengehen, später noch, aber es bleibt erstmal ein eigenständiger Zusammenhang. Wir können vor allem für vier größere Bereiche einen Bezug feststellen. Man könnte sagen, für fünf fangen wir nämlich ganz oben an, stellen wir fest, dass es unter Männern stärker ausgeprägt ist, unabhängig von allen Erklärungen. Da werde ich dann später noch einmal ein Wort dazu sagen. Das Zweite, was wir finden, das ist das, was hier blau ist. Wir finden einen Zusammenhang, einen politisch-ideologischen Zusammenhang. Antifeminismus und Sexismus sind unabhängig von allen anderen Erklärungsfaktoren mit einer rechten Ideologie stärker ausgeprägt. Sie sind auch stärker ausgeprägt und das ist dann beruhigend natürlich für unser Modell auch, wenn wir autoritäre Überzeugungen haben. Sie sind deutlich ein deutlicher Pushfaktor. Hier kommt nochmal sehr deutlich zum Tragen, dass eben gerade die Verschwörungsmentalität vor allem
im Antifeminismus, auf den Antifeminismus wirksam ist. Das scheint sozusagen ein ganz spezielleres Gebilde, anders als Sexismus, was sozusagen einen tradierten Rollenbildern folgt, ist es beim Antifeminismus schon etwas, was mit Verschwörungserzählungen aufgeladen wird. Dann kommen wir zum dritten Erklärungsmerkmal und da zeigt sich, dass wir durch die Einführung des gewaltbezogenen Männlichkeitsideals tatsächlich eine zentrale Erklärung mit in die Studien zum Antifeminismus hineinbekommen haben. Das ist ein ganz zentraler Tragfaktor. Ich habe auch jetzt hier soziale Dominanzorientierung etwas dazu befördert, weil soziale Dominanzorientierung ebenfalls von einem hegemonialen Gesellschaftsbild ausgeht. Da wird gefragt zum Beispiel, ob man die Gesellschaft in dieser hegemonialen Form von Ober- und Unterordnung erhalten möchte, wie sie jetzt ist. Und wenn man zustimmt, dann hat man sozusagen den Gedanken soziale Dominanz. Beides zeigt, dass hier sozusagen eine Mischung aus Erhalt einer Gesellschaft, in der Männer sozusagen oben stehen und Frauen möglichst eher unter ihnen stehen, sozusagen zusammengebaut ist. Es sind natürlich auch andere Beziehungen, wenn wir über Rassismus sprechen, wenn wir über Klassismus sprechen und natürlich Sexismus als etwas, was wir hier ja auch ausgewiesen haben. Auch diese Elemente sind hier zum Tragen. Aber wir sehen eben eine sehr, sehr starke Wirkung auch in Richtung des Antifeminismus wieder. Das ist ein zentraler Erklärungspunkt hier. Antifeminismus ist etwas, was eben die Idee einer hegemonialen Gesellschaft, die man im Kopf hat, stört. Und zwar intensiv stört. Und der vierte Punkt ist tatsächlich der, wir haben ja über Religion gesprochen, einer dogmatisch-fundamentalistischen Religiosität. Und hier haben wir doch ebenfalls einen starken Effekt. Bedeutet das, was wir vorhin gesehen haben, diese dogmatisch-fundamentalistische Religiosität und ihr Effekt ist etwas, was tatsächlich relativ unabhängig von den rechten Überzeugungen nochmal stattfindet. Es ist ein anderer Weg zum Antifeminismus, könnte man sagen. Wir haben also hier verschiedene Wege. Wir haben einen recht ideologischen Weg. Wir haben einen, der über Autoritarismus verläuft und einer, der über ein hegemoniales Männlichkeitsideal verläuft. Da können die oberen vielleicht sogar ein bisschen korrespondieren, aber die dogmatische Religiosität ist nochmal ein eigener Weg, der zum Antifeminismus hin sich wendet. Und das ist tatsächlich ein relativ weitreichendes Erklärungsergebnis. Nächste Folie bitte. Wir haben dies mit unseren 2020er-Ergebnissen verglichen und dabei ist vor allem ein Punkt interessant, er ist hier herausgestellt, die beiden Elemente dogmatische Religiosität und gewaltbezogenes Männlichkeitsideal hatten wir 2020 nicht zur Verfügung stehen. Damals war eine unserer zentralsten Erklärungen, ob man Mann oder Frau ist und tatsächlich ist ein großer Teil dieser Erklärung durch diese beiden Elemente aufgesogen worden. Nur, dass man sozusagen sieht, auch empirische Entwicklung ist etwas, also Forschung ist etwas, was sich dann durch weiterentwickelt, dass es Konzepte mit hinzunimmt. Das ist tatsächlich etwas, was wir jetzt 2022 gemacht haben und wo eben tatsächlich auch die dogmatische oder fundamentalistische Religiosität, könnte man eigentlich auch sagen, ganz stark mit zum Tragen kommt. Nächste Folie bitte. Dabei ist zu sagen, dass sozusagen diese fundamentalistische Religiosität eigentlich woanders ebenfalls noch mitspielt. Ich hatte ja vorhin davon gesprochen, das ist der eigenständige Effekt, den wir vorhin gesehen haben. Aber eben dogmatisch-fundamentalistische Religiosität ist auch mit den ebenfalls ja wichtigen Elementen sozialer Dominanzorientierung, gewaltbezogener Männlichkeit, Verschwörungsmentalität und dieser rechten Ausrichtung positiv verbunden. Das bedeutet, ein Teil der religiösen Erklärung steckt in den anderen Erklärungsfaktoren sogar mit drin. Und das bedeutet natürlich, dass diese dogmatische Religiosität durchaus ein relativ starker Faktor ist in Bezug auf Antifeminismus und auch in Bezug auf Sexismus. Nächste Folie bitte. Damit sind wir quasi bei diesen Erklärungspunkten erstmal zum Ende gekommen. Jetzt haben wir natürlich vorhin davon gesprochen, dass es sich bei Antifeminismus um eine Brückenideologie handelt. Das haben wir natürlich bislang nur in Teilen belegt. Klar, wir haben jetzt diesen Effekt gesehen der rechten Ideologie und auch bestimmte Elemente, die rechter Ideologie zugehörig sind. Aber wir haben noch nicht den Blick darauf geworfen, wie es sozusagen von der rechten Seite in Teile der Gesellschaft kommt. Man kann es sich natürlich schon denken, dass wir hin den Weg zum Beispiel zu fundamentalistischen Religiösen finden, die nicht unbedingt Rechtsextreme sind, aber die eben für Antifeminismus offen sind. Das wäre sozusagen schon ein Set. Wir haben es aber eben uns nochmal genauer auch angeschaut, um zu schauen, inwieweit wir tatsächlich ein Erklärungspotenzial finden, wenn wir andere Faktoren mitprüfen. Nächste Folie bitte. Das erste ist der Bezug zu bestimmten Parteien. Und wir sehen, Sexismus und Antifeminismus ist durchaus in allen Parteien in der Wählerschaft zu finden. Aber es gibt natürlich schon deutliche Unterschiede. Am seltensten, am wenigsten finden wir es tatsächlich bei den Grünen, Bündnis 90.
Da freut man sich wahrscheinlich jetzt bei der Zuhörerschaft und das passt natürlich auch ganz gut hinein, aber das hat natürlich eine gewisse Logik wahrscheinlich auch. Und am stärksten ist es ausgeprägt bei der AfD. Und besonders interessant dabei ist, Sie sehen sozusagen die Differenz, schauen Sie auf die CDU-CSU, wo wir einen durchaus nicht niedrigen Sexismus haben, aber der Antifeminismus doch sozusagen bei knapp über 20% hängen bleibt, wenn in der AfD vor allem der Antifeminismus stark ausfällt. Wir sehen sozusagen eine sehr starke politische Prägung des Antifeminismus, der eben auch gerade für die AfD auch ein wichtiger Faktor in der Argumentation ist, wo man versucht, eben A, seine Wähler zu gewinnen. Und das kann man ganz gut, weil denn über die Hälfte der AfD-Wähler antifeministische Überzeugung haben, und so man könnte sagen, eine geschlossene antifeministische Überzeugung haben. Und es ist etwas, mit dem man denkt, auch weiter in die Bevölkerung hineinzukommen. Wir haben ja vorhin gezeigt, 25% der Deutschen haben ein durchaus relativ überzeugtes antifeministisches Bild. Das ist noch mehr als die Wählerschaft der AfD momentan ausmacht. Das ist sozusagen durchaus Potenzial. Wir kommen aber noch mal sozusagen tiefer in die Erklärung hinein. Nächste Folie bitte. Das ist wieder so eine komische Regression, von der wir vorhin schon mal gesprochen haben und die wir uns schon mal angeschaut haben. Diesmal allerdings bezogen auf einerseits der AfD, die wir ja gerade gesehen haben, die Rechtsextremismus-Skala und tatsächlich einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild. Und in allen drei Fällen ist der Antifeminismus von einer erklärenden Kraft, wenn wir viele andere Erklärungsfaktoren einbeziehen. Der Sexismus dagegen fällt jetzt weg. Und das ist tatsächlich ein Argument, das wir haben. Wir gehen davon aus, dass Antifeminismus vor allem ein politisches Merkmal auch ist. Es ist für den rechten Bereich ein Erklärungsmerkmal. Es ist aber auch ein Erklärungsmerkmal, warum Personen zu rechten Parteien und nach rechts driften, weil sie antifeministisch sind. Weitere Erklärungsvarianten sind die altbekannte Verschwörungsmentalität. Es ist auch deutlich zu sehen, dass antimuslimischer Rassismus etwas ist, was ein eigenständiges Merkmal ausmacht, das nach rechts führt, das also rechts auch betont wird. Die ideologische Ausbildung, Ausrichtung rechts natürlich. Und auch hier sehen wir erneut, kommt unsere Religiosität nochmal zum Tragen. Interessant aber dabei, wir sehen die dogmatisch-fundamentalistische Religiosität nur beim Rechtsextremismus noch, dort allerdings durchaus mit einem starken Faktor. Religiosität selbst ist immer ein Faktor, der sozusagen der Rechtsextremismus dann entgegenwirkt. Sie sehen also, diese Ambivalenz zieht sich jetzt auseinander in gewisser Hinsicht. Die anderen Personen, die religiös sind, sind durchaus etwas, haben einen gewissen Schutzfaktor, außer natürlich denen, die fundamentalistisch denken. Wichtig dabei aber eben für uns jetzt an dieser Grafik vor allem, dass Antifeminismus als eigenständiges Erklärungsmerkmal jenseits aller möglichen ideologischen Erklärungen noch übrig bleibt und dementsprechend für uns so etwas ist wie ein Brückenmodul, sage ich jetzt mal, das von rechter Seite genutzt wird, um tiefer in die Gesellschaft hinein zu mobilisieren. Nächste Folie bitte. Damit kommen wir tatsächlich dann auch schon zu unseren Ergebnissen. Ich glaube, wir sind tatsächlich auch ganz gut in der Zeit, wenn ich das so richtig sehe. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, was wollten wir Ihnen zeigen? Das ist immer mit den vielen Zahlen und gerade auch mit den etwas komplexeren Verfahren, die wir benötigen, um eben mit dem Thema umzugehen, nicht ganz einfach. Das erste erstmal, Antifeminismus ist immerhin bei einem Viertel der deutschen Bevölkerung existent und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern durchaus als ein relativ dichtes Überzeugungsmuster. Antifeminismus und Sexismus sind durchaus eng verbunden, aber Antifeminismus ist etwas, was eine stärkere politische Lagerung hat. Ganz klar, wir haben auch sozusagen sexistische Differenzen, aber der Antifeminismus ist sozusagen, der Feminismus ist der Feind, den man sozusagen markieren möchte. Es bestehen zu anderen Abwertungen durchaus immer wiederum Beziehungen. Besonders stark war das zum primären Antisemitismus, aber auch sozusagen zur Homophobie, die durchaus verbreitet ist. Wir vermuten auch wahrscheinlich zur Transfeindlichkeit, wenn wir die besser messen können, dass das sehr, sehr ähnlich aussieht. Zentrale Erklärungsfaktoren für antifeministische Einstellungen, das war ja sozusagen dieses Vierbein, sage ich jetzt mal, das war der Autoritarismus, gerade mit der Verschwörungsmentalität. Das ist die rechte Ideologie und das ist aber ganz stark auch in dieses gewaltbezogene Männlichkeitsideal, also die Vorstellung einer hegemonialen Gesellschaft im Bereich sozusagen der Geschlechterverhältnisse, in der aber sozusagen die Durchsetzung des Mannes, quasi ein bestimmtes Männerbild, auch ganz stark tragend ist. Hinzu kommt das fundamentalistisch-dogmatische Verständnis von Religiosität, von Religion, das ebenfalls
auch wenn es sozusagen eine Minderheit der Mitglieder von Religionsgemeinschaften vielleicht in Deutschland angeht, anders als in der USA oder in Brasilien, trotz allem aber auch hier natürlich verbunden ist mit einem antifeministischen Denkmuster, durchaus auch mit einem sexistischen. Wenn wir das Ganze betrachten, stellen wir sozusagen auf dem religiösen Sektor fest, dass nur ein religiöses Verständnis, aber das durchaus prägend ist und befördernd für Antifeminismus und über diesen Antifeminismus dann eine Brücke natürlich auch wieder zu rechten Überzeugungen bekommt. Wenn Sie, wurde ja vorhin sozusagen die USA genannt, und wenn Sie sich sozusagen die Argumente von evangelikalen Fundamentalistinnen dort anschauen, dann sind es ganz häufig Argumente, die eben antifeministisch geframed sind. Das ist das, warum man als Fundamentalist, als Evangelikaler eben eine rechte Regierung haben möchte, weil die endlich mal dafür sorgen, dass eben diese komischen Feministinnen zurückgedrängt werden. Das ist ziemlich deutlich und natürlich auch dann wiederum transgeschlechtliche genauso wie homosexuelle Personen. Kommen wir zum letzten Punkt hier. Wir gehen eben noch davon aus, dass Antifeminismus tatsächlich ein Brückenkonstrukt ist, dass verschiedene Gruppen, einerseits jetzt religiöse Gruppen und rechte Gruppen, andererseits aber eben auch Personen in der, ich sage mal, Mitte der Bevölkerung für die rechte Überzeugungen anschlussfähig machen kann, eben auch durchaus konservative Personen durch eine antifeministische Argumentationslinie. Und dementsprechend finden wir es wichtig, dass wir eben Antifeminismus sozusagen aus verschiedenen Perspektiven, aus einer rechten Perspektive, aber eben auch durchaus aus einer dogmatisch-religiösen Perspektive im Auge behalten und vielleicht da oder dort etwas auch dagegen unternehmen. Und damit danken wir ganz herzlich und sind gespannt auf die Fragen. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen sehr differenzierten und tiefgehenden Vortrag. Das hat nochmal, glaube ich, einiges verdeutlicht und auch zusammengeführt. Ja, Sie als Publikum können jetzt gerne Ihre Fragen in das Fragen- und Antwort-Tool schreiben, aber wie gesagt, sich auch über das Handheben-Tool unten in dem Menüleiste melden. Wir holen Sie dann gerne auf die Bühne und Sie können Ihre Kommentare, Ihre Fragen, Ihre Statements dann direkt auch an alle auf der Bühne richten. Wir haben jetzt schon zwischendurch bei dem Vortrag eine Frage gehabt, die bezog sich auf die Items. Ich lese es mal kurz vor. Eine Frage zu den Items zur gewaltbezogenen Männlichkeit. Wie werden die Ernährerrolle und das Bild des Mannes als rationaler dort theoretisch eingeordnet? Der Bezug zu klassischen sexistischen Männlichkeitsbildern erschließt sich sofort, der zur Gewalt nicht unmittelbar. Vielleicht können wir da mal eine kurze Einordnung machen schon mal, während sich alle anderen schon mal überlegen, wie sie sich einbringen möchten. Johanna, willst du? Soll ich? Ich kann gerne anfangen, genau. Also ich würde sagen, diese Skala zur gewaltbezogenen Männlichkeit zeigt vielleicht genau das, inwieweit diese ja klassisch-sexistische Männlichkeitsvorstellungen, traditioneller Männlichkeitsbilder, inwieweit da eine Bereitschaft besteht, diese auch mit Gewalt zu verteidigen. Also die Gewalt kommt da sozusagen einfach noch hinzu, würde ich sagen. Das ist das Zentrale an der Stelle, weil sonst wären wir sozusagen beim Sexismus, aber so mit dieser Orientierung oder mit dieser Bereitschaft, das auch mit Gewalt durchzusetzen, haben wir dann auch wieder sozusagen die ja auch gezeigte starke Nähe zum Antifeminismus. Vielleicht willst du noch ergänzen, Gerd? Ja, also wenn man tatsächlich vom Theoriemodell von Irving Cornell herkommt, sie geht davon aus, dass sozusagen eine Gesellschaft geframed ist durch ein Denkmuster, in der hegemoniale Positionen vorgegeben. Und eines ist davon sozusagen das zwischen Männern und Frauen. Und dieses zu erhalten, da kommt jetzt die Gewalt tatsächlich ins Spiel. Das ist ihr sozusagen die Überlegung in diese Richtung. Versucht man das auch durchzusetzen. Man weist sich nicht nur die Rollen zu, sondern man versucht diese Hegemonie zu erhalten. Und dafür ist durchaus auch Gewalt gegen andere notwendig. Andere Gruppen, das ist übrigens, wir haben es sozusagen eher auf den Antifeminismus dann bezogen. Andere Gruppen können natürlich auch zum Beispiel schwache Männer sein. Homosexuelle sind zum Beispiel auch Feinde, weil sie ja Männlichkeit zum Beispiel verraten in gewisser Hinsicht.
Vielleicht, dass man es ganz kurz hat, Irving Kunell hat, glaube ich, vier Typen, wenn ich mal sehen, ob ich sie alle zusammenkriege. Das erste ist tatsächlich diese hegemoniale Männlichkeit, diese gewaltbezogene, durchsetzende. Dann gibt es die Komplizen, dann gibt es diejenigen, die sozusagen als schwach angesehen werden und sich dem irgendwie unterordnen müssen. Und die vierte Gruppe habe ich jetzt vergessen. aber müssen wir es sozusagen gerade mal lassen. Aber bedeutet also sozusagen, aus diesen formt sich dann auch ein Gesellschaftsbild, das man versucht zu erreichen und zu erhalten. Dazu passt das, was wir vorhin hatten, deswegen hatte ich es mit der sozialen Dominanzorientierung nochmal erwähnt, weil diese eben auch davon ausgeht, ich möchte sozusagen, dass diese Hegemonie erhalten wird. Und die Gewalt, die jetzt hier zum Tragen kommt, ist eben genau dazu da, sie soll eben diese Position erhalten. Ich verteidige jetzt meine Frau deswegen, weil ich bin jetzt dafür verantwortlich, aber sie ist natürlich auch mir untergeordnet, weil ich auch der Rationalere natürlich bin. Und im Zusammenspiel ergibt das dann quasi dieses Muster, dieses Denken, das eben auch eine Hegemonie mit sich bringt. Das ist so das Grunddenken dahinter. Was wir sicherlich irgendwann mal noch versuchen müssten, wobei das wahrscheinlich gar nicht einfach ist, tatsächlich auch vielleicht andere Männlichkeitstypen nochmal also sozusagen operationalisieren zu können. Das wäre auch sehr, sehr spannend, wie deren Verhältnis dann ist. Aber wir haben jetzt erstmal, wir sind froh, dass wir erstmal eines überhaupt haben, das auch aus Ihrer Sicht sozusagen ja das Wichtigste ist. Ja, vielen Dank für diese doch längere Antwort. Wir haben jetzt schon zwei Wortmeldungen, die wir jetzt nacheinander auf die Bühne holen und auch schon auch im Fragen- und Antwort-Tool einige Fragen. Während Angelika Saupe, Gleichstellungsbeauftragte, jetzt auf die Bühne geholt wird, kann ich schon mal zu der einen Frage sagen, bekommen wir die PowerPoint noch zur Verfügung gestellt? Ich glaube, das können wir im Nachhinein machen für die, die sie anfordern wollen. Wir müssen dann mal mit den Bildrechten noch gucken und da vielleicht einiges verpixeln. Das ist dann nicht ganz so einfach. Aber im Prinzip, ja, bekommen Sie die auch zur Verfügung gestellt. So, dann Angelika Saupe. Ich sehe sie noch nicht auf der Bühne. Ist unterwegs. Wenn sie jetzt gerade nicht da ist, dann holen wir Barbara Stiegler zunächst auf die Bühne. So, und einmal die Kamera bitte anmachen und das Mikrofon. Ja, danke schön für diesen unheimlich vielfältigen Vortrag. War ein bisschen schwierig, fand ich, da durchzublicken, die vielen Konstellationen und Korrelationen. Aber ich habe eine ganz andere Frage. Am Anfang wurde ja gesagt, der Antifeminismus ist definiert als politisch ausgerichtete und organisierte Gegnerschaft. Diese organisierte Gegnerschaft, die ist ja in diesen Einstellungsfragen irgendwie, oder wo kommt die vor? Das wäre meine Frage. Wo kann man sehen, dass die Menschen, die also so denken, dass die dann auch was tun, dass die sich auch organisieren, organisiert sind oder in irgendeiner Weise ja zu Gruppen dazugehören, die was tun? Ich fange mal an, Gerd, und dann übergebe ich an dich quasi. Genau, ich finde das auf jeden Fall einen wichtigen Hinweis. Das ist die Definition von Lang und Peters, an der wir uns da organisieren. Und lange Zeit war ein Fokus in der Antifeminismusforschung auf antifeministischen Akteuren und genau auf dieser Frage der Organisierung, um da sozusagen zu gucken, wie sich bestimmte Gruppen zusammenfinden, um halt genau diesen Forderungen, die gemeinsam durchzusetzen. Das ist sicherlich was wir in der Einstellungsforschung so nicht an der Stelle abgefragt haben. Ich meine, am ehesten sieht man das dann noch sozusagen auch in der Parteipräferenz sozusagen oder Leute halt, die sich auch, um antifeministische Inhalte durchzusetzen, dann in Parteien, also sprich der AfD, da am dominantesten sozusagen engagiert sind. Genau, deswegen würde ich sagen, ist das eine gute Beobachtung oder so, dass das nicht direkt in der Skala abgefragt ist, sich aber zeigt aufgrund dieser politischen Ausrichtung des Antifeminismus, dass Leute Bestrebungen haben, sich da zusammenzutun, um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen oder die umzusetzen. Vielleicht ganz kurz. Tatsächlich ist so, bei Umfragen messen ja so in der Richtung, man könnte sagen Potenzial. Das Potenzial derer, die ansprechbar sind oder die aber natürlich das auch durchaus wissen, das ja teilweise, die organisieren sich nicht, aber die delegieren das quasi an jemanden. Das ist zum Beispiel, was die AfD natürlich angeht, aber dass man auch solche Gruppen zum Beispiel unterstützt. Das kann man ja monetär tun, das kann man ja anderweitig tun.
Wenn es um die Aktivität geht, reduziert sich das ja dann immer. An dieser Stelle kommt es zusammen. Da gibt es ein bisschen einen Widerspruch natürlich mit der Definition, weil wir sie auf eine Einstellungsforschung umgesetzt haben. Aber wir fanden es interessant zu sehen, welches Potenzial kann denn überhaupt angesprochen werden, das solche Einstellungen hat. Und das ist eben das Problem, wenn das natürlich so groß ist und daraus die Folge zieht. Wir haben es ja vorhin bei der AfD eben gezeigt, dass das für Sie auch ein wichtiger Punkt ist, warum ich diese Partei wähle oder warum ich so etwas unterstütze. Ich bin ja hier in Sachsen, also dementsprechend kann ich sagen, da wirkt sich das durchaus massivst aus. Das ist sozusagen dann der Punkt, wo es zum Organisierten übergeht, weil es dann mitgestützt wird. Aber ganz klar, man müsste, wenn wir wissen wollen, ob sie organisiert, müssten wir fragen, ob sie in einer bestimmten solchen Gruppe tätig sind. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil das sind Umfragen, das ist auch ein Geldproblem, sage ich jetzt mal ganz einfach. Ja, vielen Dank. Barbara Stiegler, ist das soweit? Eine Antwort oder gibt es noch eine Nachfrage dazu? Okay, dann gebe ich an Angelika Saupe und ihre Frage oder Statement. Ja, danke. Ich war gerade noch nicht richtig für die Diskussion eingeschaltet. Sorry. Ich habe so anderthalb Fragen, sage ich mal. Also mich würde interessieren, ob Sie schon mal mit den genannten Religionsgemeinschaften ins Gespräch gegangen sind über diese Erkenntnisse. Und was die dazu sagen, wie man auch Antifeminismus in ihren eigenen Reihen begegnen kann. Also ich finde das ziemlich gravierend sozusagen, dass, also ich bewege mich meistens ja auf einer politischen Ebene von Diskussionen und mit den Religionsgemeinschaften kommt man dann irgendwie in Berührung, wenn man zum Beispiel sieht, dass evangelikale Gruppierungen immer größer werden und sich in manchen Gegenden festsetzen, und das macht mir auch große Sorgen. Und ich finde es aber sozusagen so ein bisschen schwieriger, auf dieser Ebene an Personen überhaupt ranzukommen und mit denen darüber zu diskutieren. Also außer wenn es jetzt um traditionelle Familienverhältnisse geht, da hat man natürlich erstmal so einen Anknüpfungspunkt. Aber es ist, finde ich, finde ich jetzt interessant, dass tatsächlich diese Bereitschaft aus so konservativ religiösen Gruppierungen so groß ist zum Antifeminismus. Also ich hatte mich sonst mehr mit den politischen Gruppierungen beschäftigt bisher. Und wie man dem begegnet, ist eben eine wirklich schwierige Frage, finde ich. Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema. Es gibt zum Beispiel in den Volkskirchen, sage ich mal, da habe ich tatsächlich Kontakt auch zum Gleichstellungsbereich der EKD, relativ starken. Die sind sehr, sehr daran interessiert. Und die haben, glaube ich, wir haben auch eine Studie, hatten wir gemacht, eine größere Studie letztes Jahr, wo auch der Antifeminismus durchaus eine nicht unbeachtliche Rolle spielte. Da gibt es Interessen, aber da gibt es natürlich auch, Sie ahnen es natürlich schon, wie auch woanders, Widerstände. Das ist ja nicht so, dass wir widerstandsfrei in dem Gebiet uns bewegen, weil man eben tatsächlich festgestellt hat, dass natürlich auch bei den klassisch Konservativen in den eigenen Reihen da durchaus antifeministische, durchaus sexistische Positionen noch vorherrschen. Und gerade die antifeministischen sind die, die in letzter Zeit halt natürlich auch politisch in den religiösen Raum ja auch mit hineinkommen. Also wenn Sie in irgendeiner Gemeinde sind, sagen wir im ländlichen Raum, in, sage ich, ob ich Sachsen sage oder ob ich das Siegener Land nehme oder ob ich irgendwo im Schwäbischen unten mich bewege, da sind das tatsächlich Themen. Da hineinzuwirken, zum Beispiel mit natürlich Vorgaben, mit Hilfen, mit Unterstützung, so, das ist tatsächlich da eine Aufgabe. Der zweite Punkt ist tatsächlich der schwierigste in den Bereich. Man kann in den Bereich evangelikaler Freikirchen kommen. Es gibt dort einige, die sind zugänglich, aber es gibt andere, die nicht sehr zugänglich sind. Das sind meistens gerade die, über die wir hier relativ stark reden, die natürlich in ihrem Überzeugungsgebilde da sehr, sehr überzeugt sind davon, dass sie mit ihrer Position eigentlich richtig liegen. Dass das ist, was wir sagen, wenn wir Feminismus haben oder alles und alles drumherum, was Geschlechterdemokratie angeht, dass wir da eher auf dem Weg zum Teufel uns bewegen sind. Und da ist das tatsächlich schwieriger im Gespräch. Wir versuchen, also man versucht, ich habe das auch schon gemacht, versuchen ins Gespräch zu kommen. Das ist aber tatsächlich nicht ganz einfach. Es gibt auch dort Leute, die offener sind. Das ist also, man darf es nicht über den Kamm scheren, aber
Es gibt schon viel, deutlich eher sozusagen diese dogmatische Einstellung, über die wir gesprochen haben. Aber das, was ich hier vorhin gezeigt haben, diese fundamentalistische Einstellung, ist natürlich stärker vertreten im evangelikalen Bereich. Das muss man klar sagen. Das ist Gott sei Dank, kann man jetzt mal aus unserer Sicht sagen, in Deutschland keine so große Gruppe, aber es ist vorhanden. Und wir finden aber auch natürlich Fundamentalistinnen in der katholischen Kirche und in der evangelischen Kirche. In der katholischen Kirche haben wir vorhin ja auch gesehen, da gibt es durchaus einiges an Bewegung. Da ist die Entwicklung bisher noch sehr zurückhaltend, was das angeht. Die sind, aber zum Beispiel der Synodale Weg hat dieses Thema in Teilen auch mit aufgerufen. Da sieht man also auch, dass dort die Debatten sind dort im Gange, aber es ist auch nicht, es ist dort noch, ich glaube, in der katholischen Kirche ist es noch etwas schwieriger. In der evangelischen Kirche haben wir aber auch durchaus eigenes Problempotenzial in diese Richtung. Der Druck ist da, weil gerade, und das ist vielleicht als letztes dazu, damit ich nicht zu lange rede, ich hätte eh schon so lang. Druck ist da, weil gerade die Jüngeren, also ich weiß nicht, wie Sie wissen, wie sich theologische Ausbildung entwickelt. Die theologische Ausbildung verjüngt sich und wird weiblicher. Und da kommt eine sehr, sehr große Nachfrage, was diese Bereiche angeht. Dass man sagt, das möchte man natürlich nicht erleben. Man möchte nicht sozusagen dieses klassische Set der Männlichkeit, das in Kirchen durchaus verbreitet ist, erleben, sondern man möchte dort eine Veränderung haben. Und das ist tatsächlich so momentan so ein bisschen sehr, sehr stark in Bewegung, würde ich sagen. Es ist sehr, sehr lohnend, da einen Blick drauf zu haben, weil es halt tatsächlich dann doch wieder gar nicht so wenige Personen im kirchlichen Raum trifft. Vielleicht so viele dazu. Ja, danke. Also was mich bewegte da auch, also ich meine, ich hatte mal eine Studie gelesen, dass die Evangelikalen eben zwar noch wenig sind, aber mehr werden und gerade auch durch AfD-Kontakte gefördert und mit Geldern unterstützt werden, also beziehungsweise die beiden sich untereinander. Und das finde ich doch relativ gefährlich. Und ich finde es eben auch gut, wenn die, sagen wir mal, moderateren, liberaleren Teile der Kirchen darauf durchaus aufmerksam machen, damit ihnen da nicht zu viele Leute verschwinden in diese Richtung, obwohl sie andererseits natürlich daran bedacht sind, die Leute überhaupt in der Kirche zu halten. Also das ist ja so auch nochmal so eine Ambivalenz, die da mitschwingt. Damit treffen Sie genau den Problempunkt. Man möchte sozusagen, das sind ja sozusagen auch treue Mitglieder, sage ich mal, sichere Mitglieder, die möchte man nicht verlieren. Was aber dazu führt, dass natürlich tatsächlich insgesamt sich manches Einstellungsgut relativ konsolidiert, das man eigentlich nicht unbedingt braucht in modernen Gesellschaften. Und die Schwierigkeit ist, dass die liberale Seite ist eben nicht so geschlossen. Das ist wie immer so. Diese Gruppe, die fundamentalistisch denkenden Personen, sind eine relativ geschlossene Gruppe. Auf der Gegenseite, die Gegenseite ist nicht so gut geschlossen. Das sind sehr viele eher individualistische Personen, sage ich mal. Dass die zusammenkommen, das ist eben sehr, sehr wichtig, um deutlich zu machen, ja, der Großteil unserer Mitglieder ist eigentlich durchaus, denkt liberal und das geht jetzt, geht nicht so, wie er das denkt. Das muss man aber tatsächlich relativ bewusst initiieren, damit tatsächlich kein falsches Bild kommt. Also das ist, glaube ich, durchaus richtig gedacht. Ja, danke. Ja, vielen Dank. Und vielleicht noch als Ergänzung, gerade die religiöse Rechte spielt ja auch das Long Game und auch die zum Teil Evangelikalen sind da ja auch langfristig orientiert an der auch Übernahme von Einflusssphären in verschiedenen Institutionen und so weiter. Ja, vielen Dank. Ich gebe jetzt mal an Sandra Ho, die den Chat und auch das Frage- und Antwort-Tool im Blick hat und dass wir dann mal gucken, was wäre jetzt eine Frage, die jetzt sich aufdrängt. Denn wir werden wahrscheinlich nicht alle Fragen im Raum, ja, in der Zeit beantworten können. Aber Sandra, bitte. Genau, ich würde da vielleicht zwei Fragen zusammenpacken. Und zwar wurde im Frage- und Antwort-Tool gefragt, wie eben dieser Zuwachs von Antifeminismus seit 2020 zu erklären ist. Und das würde ich noch zusammenbringen mit der Frage von M. Holzer im Chat, wo es nochmal spezifischer um die Verbindung von Antifeminismus und Sexismus geht, inwieweit sich da eben das, ja, Verständnis in der Gesellschaft auch ändert, ob die Menschen sich überhaupt über diese Verbindung bewusst sind. Und genau, vielleicht gibt es da nochmal einen spezifischen Zuschnitt auf die Frage auch, wie der Anstieg von Antifeminismus eben zu erklären ist. Ich beginne gerne und übergebe dann an dich, Gerd. Genau. Ich glaube, wir haben einfach gewisse Interpretationen dafür und müssen aber noch so ein bisschen vorsichtig sein, weil wir den Antifeminismus noch nicht so lange
erheben. Das heißt, wir haben jetzt diese beiden Erhebungszeiträume 2020, 2022 und sehen da diesen Anstieg. Und es ist wahrscheinlich relativ naheliegend, schon auch davon auszugehen, und das sehen wir bei autoritären Orientierungen allgemein, dass es sich um eine Form von Krisenreaktion handelt. Und da geht dann auch die Verbindung zum Sexismus sozusagen auch mit einher, weil was wir gesehen haben in der Corona-Pandemie, das haben sicherlich von viele von Ihnen auch irgendwie mitbekommen oder vielleicht auch selber beobachtet, auch an sich selbst oder so, dass es tatsächlich nochmal eine Form auch von einem Backlash in der Form gab, dass traditionelle Geschlechterbilder wieder stärker als Krisenbearbeitung auch irgendwie funktioniert haben oder so. Das ist ja oft in Krisenmomenten so, dass man da auch selber drauf zurückfällt sozusagen. Und das war ja vorhin auch Thema, dass Antifeminismus da so ein Versprechen von Ordnung und Sicherheit bietet. Und in so einer Zeit, wo man das Gefühl hat, eine Krise folgt auf die nächste, ist das natürlich nochmal attraktiver, sich dem dann auch hinzugeben. Das wäre jetzt erstmal die vielleicht naheliegende Interpretation an der Stelle. Das ist, ich glaube, da würde ich mich auch anschließen. Ich würde eigentlich noch vielleicht einen Punkt noch hinzuwerfen. Betrachten Sie mal die, das ist wirklich rein politisch mal gedacht, betrachten Sie mal die Kampagnenstrukturen gerade rechter Parteien oder der sogenannten Rechtspopulisten. Die haben tatsächlich sich etwas verändert. Also der antifeministische Positionen, auch trans, sozusagen der Bereich der Transfeindlichkeit, ist deutlich stärker in den Vordergrund gerückt. Die Anfangskampagnen waren sehr stark antimuslimisch. Das hatten wir ja vorhin gezeigt gehabt, dass das auch ein ganz starker Faktor ist, antimuslimische Positionen. Aber man merkt so einen Wandel. Ein typisches Beispiel dafür, wenn man mal europaweit hinausgeht, ist Ungarn. Die vorletzte Kampagne von Viktor Orban war gegen die muslimischen Migranten, ganz klar gerichtet, womit er ja eine absolute Mehrheit gewann. Die letzte und jetzt noch nicht ganz so weit zurückliegende Wahl hat er vor allem mit einer Kombination von Antifeminismus, also gegen die sogenannten Gender-Lehrstühle, die er in Anführungsstrichen, wo er sozusagen alles auch von der Uni sozusagen wegschafft. Und das ist übrigens genau das, was beim AfD im Parteiprogramm steht, nur dass man sich nicht wundert, das ist Wissenschaft bei der AfD. Und damit ebenfalls eine absolute Mehrheit gewonnen. Es ist sozusagen als Thema, glaube ich, viel stärker noch fokussiert worden, als es vielleicht noch vor 4, 5, 6 Jahren der Fall war. Vor 2 Jahren, da würde ich Johanna fragen, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Zahlen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass eben tatsächlich diese Fokussierung der Kampagnen darauf durchaus auch eine Wirkung zeigte. Ja, vielen Dank für die Erklärung. Wir haben jetzt im Moment keine Wortmeldung, allerdings noch einige Fragen aus dem Fragen- und Antwort-Tool, und ich würde da nochmal jetzt die sich vielleicht kurz beantworten lässt, eine Frage noch aufnehmen. Habe ich es richtig verstanden, dass es keinen Zusammenhang mit der Bildung gibt? Das heißt, und das ist für uns als Bildungseinrichtung natürlich auch interessant, verbesserte Bildung und Aufklärung würden nicht helfen. Ich kann mal anfangen. Nee, wir haben tatsächlich einen Effekt von Bildung auch dabei. Also wir sehen das, und das ist ja dann auch wieder so ein bisschen die Frage, wie man Bildung misst, aber klassischerweise auch an Abschlüssen in der Form, und das hat einen verringernden Effekt, sowohl auf sexistische als auch auf antifeministische Einstellungen. Also da ist durchaus eine Wirkungsweise zu sehen, an der wir auch festhalten sollten. Genau. Wir haben das an manchen Stellen, wenn wir jetzt die Ergebnisse dazu vorgestellt haben, auch gesagt, dass man das natürlich auch immer ein bisschen mit Vorsicht betrachten muss, weil Menschen mit einer höheren Bildung auch durchaus die Fähigkeit haben, ihre eigenen Vorurteile anders zu kommunizieren oder nicht zu kommunizieren. Genau. Aber also ich weiß nicht, Gerd, falls du da noch was ergänzen willst, aber man hat durchaus einen Bildungseffekt, den man auch sehen kann. Ja, allerdings der ist relativ schwach. Das ist schon richtig. Also wenn wir die anderen Faktoren hinzunehmen, wird der, wie sagen wir, Statistiker so schön aufgefressen. Man hat tatsächlich keinen so ganz einfachen Bildungseffekt. Wobei, wenn wir Bildung messen, messen wir sozusagen nur formale Bildung. Das bedeutet also, das ist nicht irgendwie eine spezifische Bildung. Der wird durch diese Überzeugungen sozusagen aufgebraucht in gewisser Hinsicht.
Die Überlegung ist natürlich an dieser Stelle, und das in dem Gespräch vorhin waren wir da eigentlich dabei, es geht tatsächlich darum, Debatten über Antifeminismus oder Sichtbarkeit von Antifeminismus auch in Debatten hineinzutragen, im kirchlichen Raum, in verschiedenen Räumen, klarzumachen, dass das tatsächlich etwas ist, was sozusagen in dieser Art und Weise nicht geht, und auch Gegenargumente und Gegenpositionen unterzubringen. Also wir hatten den kirchlichen Raum vorhin gehabt, aber auch in anderen Räumen. Es geht wahrscheinlich weniger um allgemeine Bildung in dem Sinne, also dass die Leute alle klüger und freundlicher werden, wenn wir sozusagen nur einen höheren Bildungsstand haben. Das ist leider eine Hoffnung, die wir sozusagen verstreichen sehen haben schon. Es geht tatsächlich sozusagen um spezifische Angebote, um spezifische Diskussionen, aber eben auch um Stärkung der Gegengesellschaft, würde ich sagen. Wir haben ja gezeigt, wenn wir 25% Personen haben, die antifeministisch überzeugen, haben wir 75%, die sie nicht haben. Nur werden die manchmal eben diesen gegenüber nicht sichtbar in dieser Art und Weise. Man lässt sich nicht auf diese Diskurse ein. Ich habe das mit kirchlichen Raumformen mal erklärt, da ist es tatsächlich ganz klar so zu sehen gewesen. Ich kann das an einzelnen kleinen Beispielen, wir haben das bei uns in der Fakultät gehabt. In dem Moment, wo sich quasi die liberalen Kräfte verbunden haben und selbst mit Veranstaltungen geantwortet haben, hat die Situation, die Atmosphäre auf einmal deutlich verändert. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo man tatsächlich ein bisschen darauf zugehen muss, dass man überhaupt sichtbar macht, nein, nee, das ist ein Problem, Jungs, sowas könnt ihr nicht einfach so behaupten. Ja, vielen Dank. Die Zeit ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir werden jetzt noch eine letzte Frage aus dem Fragen- und Antwort-Tool haben und dann schon bald schließen. Sandra, sagst du uns mal. Genau, ich würde da die Frage von Imke Schminke nehmen, da es dazu auch schon zwei Upvotes gab aus dem Publikum. Und zwar geht es da um das Verständnis der Geschlechterverhältnisse, explizit mit der Frage, welchen Erkenntnisgewinn es quasi durch die Differenzierung der fundamentalistischen, also in fundamentalistische und rechtsextreme AnhängerInnen hinsichtlich des Verständnisses von Antifeminismus gibt. Soll ich? Ja, gut. Ja, der Grundgedanke ist ganz einfach. Wenn ich unterschiedliche Wege habe, bedeutet es, dass man sich überlegen muss, wie man natürlich mit diesen unterschiedlichen Wegen umgeht. Also, wir hatten es vorhin in der Diskussion eigentlich ganz deutlich, wenn wir sozusagen nur auf der Ebene der politischen Bildung tätig sind, übersehen wir quasi diese Gruppe, weil die auf politische Bildung quasi nicht reagiert. Während ich sie aber tatsächlich im kirchlichen Raum ansprechen kann. Das ist tatsächlich immer so der Gedanke, wenn man sieht, okay, ich habe unterschiedliche Wege, also muss ich auch unterschiedliche Angebote entfalten dafür. Das ist der Punkt, also warum das aus unserer Sicht natürlich ganz wichtig ist. Und der zweite Punkt ist, es ist ja nicht so, dass diese fundamentalistischen Religiösen per se erstmal recht sind, aber die koalieren natürlich gerne mit der rechten Seite, weil sie sich etwas sprechen. Und das ist tatsächlich, das kann man relativ klar sagen, und das können Sie, ein Blick in der USA zeigt Ihnen das, bei jeder evangelikalen Veranstaltung, die sind gegen Abtreibung, die sind gegen Transgeschlechtlichkeit und die sind gegen den Feminismus. Das sind die drei Punkte. Und wenn Rechte Ihnen das anbieten, werden sie mit ihnen koalieren. Nicht, dass sie lieben und dass die Leute unbedingt immer alle recht sein müssen, aber sie stellen sich vor, dass sie was gewinnen können daraus. Und wenn ich weiß, wie ich solche Leute anspreche, und das ist tatsächlich eine andere Gruppe, dann denke ich mal, hat man einen Gewinn davon. Man muss Maßnahmen immer etwas für die Gruppen und für die unterschiedlichen Überzeugungen, die dahinter stehen, gestalten. Das bedeutet, da müssen natürlich auch Menschen aus dem religiösen Bereich, die ihnen sagen, da steht in der Bibel aber nichts dazu drin, also ihr könnt mir jetzt nicht irgendwas erzählen. Das ist, solche Argumente sind natürlich hier wichtig, die man aber wahrscheinlich gegenüber einem ideologisch überzeugten Rechten nicht anwenden wird. Dann wird die Bibel wahrscheinlich herzlich wenig interessieren. Das ist tatsächlich so ein bisschen die Idee dahinter, dass man sieht diese unterschiedlichen Wege, die teilweise unabhängig voneinander verlaufen, die aber eben unterschiedliche Maßnahmen erfordern. Das wäre zumindest mein Argument. Ja, vielen Dank. Das heißt eben, entsprechende Zielgruppenanalyse machen und genau gucken, womit können wir überzeugen und wo auch nicht, so an der Stelle. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sind am Ende unserer Zeit. Vielen Dank für den Vortrag, für Ihre Fragen, für die engagierte Mitdiskussion. Wir werden auch weiter jetzt im Rahmen unseres Projektes noch Veranstaltungen auch zur Autoritarismusstudie anbieten und auch verschiedene andere. Nochmal hinweisen möchte ich hier auf
die in Netzwerkkonferenz, in unserem Projekt Antifeminismus begegnen, Demokratie stärken, am 29. und 30. September stattfinden wird in Nürnberg. Wenn Sie in unseren Verteiler sind, wenn Sie sich eingetragen haben in unseren Newsletter, dann erfahren Sie das auch zeitnah, und auch über unsere andere Veranstaltung werden Sie dazu einiges lesen können. Ja, vielen Dank nochmal. Ich danke allen, die an der Veranstaltung, an dem Zustandekommen heute beteiligt waren, insbesondere unseren Vortragenden, und hoffe, Sie dann wiederzusehen bei der ein oder anderen Veranstaltung. Vielen Dank.